Servus im Zusatzprogramm Gaming Club, ich bin Lukas, mit dabei ist der André. Hallo. Wir sind jetzt zurück auf der. Auf der. Erlengrad. Erlengrad, genau. Und ich bin immer noch bei der Lohnarbeit und André, glaube ich, am Ansehen. Ja. Ich habe jetzt wieder in der letzten Folge zwei Aufgaben angenommen. Und die sind wieder mit Zuckerrüben, glaube ich. Ich glaube, Zucker, egal. Zumindest Erdfrüchte. Die Fahrzeuge stehen jetzt wieder beim Händler, gell, Lukas? Ich brauche gerade Zuckerrüben, ja. Das ist jetzt heute die zweite Freitagsfolge, oder? Ja. Morgen würde ich sagen, kommen auch zwei Folgen, oder? Wenn wir schaffen, gerne. Und Sonntag auch? Ja, wenn es eine Aufnahme her schaffen, weil es Bock macht, gerne. Ja, die letzte Folge dauerte halt 27 Minuten. Ja, mein. Die Zeit vergeht halt so schnell. So 15 Minuten Videos. 15 Minuten sind halt nix. Ja, stimmt. Aber in dieser Folge werde ich auf jeden Fall mit den 10 fertig. Vielleicht fange ich dann auch gleich an zu schwadern. Oder? Ja gut, ich gehe davon aus, ich werde wahrscheinlich heute oder morgen, also wahrscheinlich beide Folgen, also die 4 Folgen am Wochenende. Nächste 6 Folgen. 6? Jedenfalls wird wahrscheinlich hier noch schön am Feld kacheln. Ja gut. Egal. Auf jeden Fall, wir bekommen Geld. Das ist das Wichtigste. Na gut, das stimmt. Und Hafer bringt auch gar nicht so wenig. Wenn man schaut. Ja gut, für Zuckerrübenauftrag kriegen wir ja 14.000. Minus für uns, 700 ja. Abzug. Also, wir bekommen, dann, der beste Preis derzeit von Hafer ist 1.089 und wir bekommen ja noch Stroh dazu. Und Stroh ist. Ja, jetzt nicht wirklich teuer, aber kann man Stroh zu Kompost verarbeiten? Glaub nicht, nein. Haben wir einen Kompost da oben? Glaub nicht. Laser Biokraftstoffanlage haben wir, ja. Nee. Imkerei könnten wir aufmachen. Oh, Imkerei wäre, glaube ich, ziemlich entspannt. Ja, so nebenbei. Ja, klar. Ihr müsst, glaube ich, ziemlich passiv laufen nebenbei, also. Ja, genau. Die läuft ziemlich stark passiv. Also, eigentlich auch ganz entspannt nebenbei. Ob, wie viel bringt Imkerei eigentlich so? Danke. Frage ist, ob wir den Honig hier verkaufen können. Nee, geht nicht. Scheiße. Kann man den irgendwo in der Produktion verkaufen? Ich schaue gerade durch, ob es vielleicht so einen Hofladen oder so gibt. Ich glaube, auf der kannst du, glaube ich, keinen Honig verkaufen. Also, das ist relativ unnötig. Mhm. Weil ich glaube, wenn wir Honig machen, setzen wir, glaube ich, auf irgendwann noch ein paar Paletten Honig, die wir nicht verkaufen können. Ich glaube, wir haben ja nur die Standardproduktion drauf. Also, die Standardrohstoffe. Wir bräuchten halt. Wir bräuchten einen Hofladen, oder? Ich weiß leider nicht, wo wir Honig verkaufen können.
Vielleicht hätte ich ihn nicht genommen. Und wie viel gibt Silage? Weil wir jetzt machen 366 und wir könnten 360 pro 1000 geht sogar. Ja, wir könnten sich dann auch noch später eine BGA holen, oder? Ja, weil da habe ich die BGA. Oder wir holen uns eine Lizard Biokraftstoffanlage. Ja, Kraftstoff kann man nicht verkaufen. Ja, aber wir könnten Kraftstoff selber benutzen. Ja, stimmt. Wir brauchen dafür halt Methanol. Aber vielleicht andere drauf nehmen, wo Raps oder so benötigt. Die nur Raps benötigt. Die halt viel angenehmer wäre. Kennst du eine? Die von True Farming, die braucht nur Raps. Welche ist das? Ist das die von... Die ist gleich von NF. Nicht eine Fat Action, sorry. Vom... ja, der vom... Ja, ich weiß schon. Ich brauche meines Wissens nach nur Raps. Mhm. Und Diesel. Nee, nicht Diesel, nur Raps, stimmt. Die braucht Raps und draußen Diesel und Kompost. Genau. Kompost kann man auch gebrauchen. Ja, das heißt, wir können überlegen, ob zum wir Düngen, die, ja. Ja, Kompost kann man nehmen als Dünger. Mhm. Da könnte man überlegen, die NF-Mods mit rauszunehmen, mit draufzunehmen. Alle? Die Dieselproduktion auf jeden Fall. Sonst ja, dann... Mal schauen. Jawohl, Mehlproduktion, Mehl bringt uns halt auch nichts. Wir könnten aber... Da gibt es so einen Mod, da gibt es so einen Hofladen. Da könnte ich nachher nachschauen, wo, ob ich den finde noch. Dann könnten wir uns... Ja, da könnten wir alles verkaufen, also... Das wäre angenehm. Ja, genau. Eine Bahn noch, dann habe ich's. Okay, gut. Sind jetzt 8 Minuten vom Video. Ja, ich glaube, bei mir wird es noch dauern. Ja. Ich habe jetzt ungefähr ein Drittel oder ein Viertel, also. Ich denke, ich werde in dieser Folge schon anfangen zu. Ja, Panther ist voll. Ich werde diese Folge wahrscheinlich schon anfangen. Und jetzt kaufe ich nur schnell den Kercher. Wo soll ich den Kercher hinstellen? Neben dem Fahrsilo? Ja, eigentlich relativ angenehm. Kannst du vielleicht das Terrain noch anpassen? Passt das so nicht? Nee. Da ist, glaube ich, so ein kleiner Hubbel drin. Ja, mach du das, ich kann das nicht so. Ja. Hey, stell eine lange Bahn mit GPS ein und... Kannst du mir bitte mal sagen, wo du hin musst, Zuckerrüben? Gemüde, wenn ich, oder? Bin mir das sicher. Was? Wo die Zuckerrüben hin müssen. Warum fahrt der rückwärts? Felsbrunn Getreidemühle. Das ist auf einer Seite der Karte. Oh. Ist der Anhänger schon voll? Ja, der fast 31.000. Okay. Warte, dann... Was denn? Ich muss dann jetzt ein Ding fahren. So bleib dort, fahr weiter. Ich bring dir den kleinen Elektrotraktor mit dem anderen Anhänger. Ja, das Problem ist halt, ich muss halt jetzt immer vom Feld 10
rüberfahren zur Felsbrunnen Getreidemühle. Was ja, das mache ich. Das mache ich schon, wenn du möchtest. Zeit dafür finde ich gerne, aber ich fahre halt jetzt gerade. Jetzt musst du am Händler vorbei und dann musst du da geradeaus weiter. Ja. Soll ich jetzt zum Händler fahren oder wohin möchtest du? Feld 10, oder? Bei Feld 10 steht der Rümian da. Boah, der Elektro-Traktor ist richtig nice. Ja, das ist, glaube ich, relativ angenehm, ja. Der ist richtig angenehm zu fahren. Weil er auch so ruhig ist. Ich muss sagen, was ich immer Probleme finde bei den Elektrofahrzeugen. Ich habe das Gefühl, ich weiß nie, wann die Augen an oder aus sind. Ja, also bei dem ja. Ja. Jetzt werden wir den Rübenernter abdanken und dann kann Lukas gleich weiter machen. Ja, ich fahre halt jetzt gerade zur Getreidemühle. Ja. Und fahre dann wieder zurück. Die gute Ding ist eh voll, Rübenernter ist eh voll. Oder fast voll. Jetzt bräuchte ich mal den dritten, weil ich der hin und her fahren kann. Ja. Oder der noch eine Mission macht und nebenbei dann immer zu dir hüpft und das Abfahren und so. Ja. Hey, ruf oder schreib schnell David, vielleicht hat er jetzt Zeit. Ich habe gesehen, er ist auf Discord online. Weil jetzt wissen, kann er vielleicht in der... Achso. Am lautesten von so einem Elektrofahrzeug sind glaube ich die Reifen. Oder? Ja. Ich bin jetzt gerade komplett verwirrt. Warum? Weil die Felsbrunnen Getreidemühle nur mit Zug erreichbar ist. Also ich muss wieder zurück zu 10 fahren und zur Bahnziel Ost fahren, oder was? Na. Okay, dann mach das so. Können wir in den Zug springen? Ja, das musst du einstellen. Aber ich bin jetzt fertig mit Hafer. Okay. Also Fahrgeheirate die letzte Bahn. Dann fahre ich schnell mit dem Dünger drüber. Wie viele Düngerstufen haben wir? 2, gell? Meinst du es noch schon, ja? Okay, passt. Da fahre ich gleich schwadern. Ja, gut. Ich schau bloß gerade, wo das steht auf dem Zug switchen. Aber gut, jetzt kann ich mit 724er wieder zur Bahnziel Ost fahren. Und dann auf den Zug verladen. Ich würde aber erstmal dort alles voll machen, weil der Zug, der hat mehr Fassungsvermögen. Ja, genau. Ja, gut, du kannst ja zur Getreidemühle kannst du eh nicht fahren. Du kannst ja nur mit dem Zug hin. Aber warum stelle ich mein Fahrzeug ab? Ja, gut, jetzt kann ich ja wieder zurück zum Bahnziel Ost.
Ja, okay, dann muss ich auf den Zug verloren. Aber ich glaube, dass wir bloß ein Problem haben. Ja. Am besten wäre, dass wir den Zug selber fahren könnten. Aber Zug fährt ja jetzt automatisch. Nein, wir können in den Zug reinhüpfen. Ja, aber der Zug fährt ja jetzt rum im Kreis. Ja, ich weiß. Ja, aber du musst es so einstellen. Wie kann man das denn einstellen? Die Einstellungen hast nur du, in Zug, in den Zug hüpfen. An. Welche Reiter sind die denn? Keine Ahnung. Ja, weiß bloß. Also das sind die Einstellungen, die nur du hast und ich nicht. Spieleinstellung? Ja. Du gerade meinen Traktor waschen? Anne, was sagt denn die Uhr? Ja, Ende. Okay. Dann würde ich sagen, liebe Zuschauer, ich fuchse mich hier noch in die Einstellung rein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier auf der Erlengrad. Bis dahin, ciao. Ciao.